In einem grossen Wald haben vor langer Zeit einmal ein Fuchs und ein Has gewohnt. Beide haben keine Höhle gefunden. Im Sommer war das nicht schlimm. Aber wo es im Herbst angefangen hat, winden, regnen und schneien, hat der Has vor sich hin gemüffelt. Ich suche mir Baumrinde und baue mir draus ein Haus. Viele Tage hat er gesucht. Er hat gearbeitet und zuletzt ein schönes Häuschen gehabt, sogar mit einem Gärtchen davor. Der Fuchs hat das gesehen. Aber er war zu faul, um überall Baumrinden zu suchen. Ich mache es einfacher, hat er gähnet. Ich scharre noch ein bisschen Schnee zusammen und baue mir ein Haus aus Schnee. Das geht auch warm. Der Hase hat viel Besuch gehabt. Vögel und Eichhörnchen sind sein gemütlich anschauen. Aber ein Fuchs ist im Schneehaus, sind sie aus dem Weg gegangen. So ist es Frühling geworden. Im Gärtli vom Hase sind Schneeglöckli und Blausterne aus der braunen Erde rausgekommen. Und er hat mit den Pfoten ein schönes Beetli gegraben zum Kapispflanzen. Bei schönem Wetter ist er im Gärtli auf dem Rücken gelegen und die Sonne hat ihm aufs Büchli abgeschonen. Die Sonne hat aber auch auf dem Fuchs sein Haus abgebrannt und bald war es zusammengeschmolzen. Da ist der Fuchs zum Has und hat gefragt, kann ich mich in deinem Haus ein bisschen wärmen und trocknen? Ich bin ganz nass und es kommt wieder ein kühler Wind. Mein Haus ist geschmolzen. Ja, ja, komm nur rein. Aber komm, ist der Fuchs im Haus rein, sagt er. Es ist ein bisschen eng drinnen. Es hat nicht für beide Platz. Dampf abpass. Und der Fuchs hat das Häschen zum Haus ausgeworfen. Es ist vorgelaufen und hat geprägt. Nach einer Weile ist ihm der Bär begegnet. Warum brüggisch Häschli? Ich habe ein Häschli aus Baumrinde gehabt und der Fuchs aus Schnee. Und er hat mich gefragt, ob er sich bei mir wärmen und trocknen darf. Und dann hat er mich aus meinem eigenen Haus rausgeworfen. Muss nicht brüggen, Häschli. Ich gang einfach zu dem Haus und tue laut brummle. Dann kommt der Fuchs Angst über und geht fort. Danke vielmals, lieber Bär. Und Häschli hat sich mit einem Efeublatt Tränen abputzt. Da ist der Bär zum Hasenhäusli getrampelt. Hat seinen dicken Kopf durchs Fenster gestreckt und brummelt. Mach, dass du so kommst, Fuchs. Der Fuchs aber gibt ganz frech zur Antwort. Warte nur, du dicke Brummli. Wenn ich rauskomme, fliegen Pfetze dir zum Entsetzen. Aber er ist nicht rausgekommen. Da hat der Bär gedacht. Was soll ich mich mit dem Fuchs kommen ärgern? Der Hase kann sich ja ein anderes Häuschen suchen. Und er ist davongetrottet. Das Häschen aber ist weitergekoppelt und hat noch mehr geprägt als vorher. Da ist ihm der Ochs begegnet. Muuu! Warum brüggisch, Häschen? Ich hatte ein schönes Häuschen aus Baumrinde und der Fuchs aus Schnee. Und als es geschmolzen ist, hat er gefragt, ob er sich bei mir wärmen und trocknen. Und dann habe ich ihn reingelassen. Er hat mich aus meinem eigenen Haus rausgeworfen.
Komm mit, ich tue dir helfen. Nein, Jungs, das kannst du nicht. Der Bär hat es auch probiert, aber es ist nicht gegangen und der ist grösser als du. Das wär mir jetzt noch. Den bring ich schon raus. Sie gehen zum Hasenhäusli. Trox brüllt los. Mach, dass du da rauskommst, Fuchs! Ich komme schon. Aber wenn ich komme, tue ich dich verstampfen und vermampfen. Aber er ist und ist einfach nicht rausgekommen. Du hast Trox gedacht. Was soll ich mit dem Fuchs meine Zeit verschoben? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und auch der Rox hat sich aus dem Staub gemacht. Er hat sich umgedreht und ist einfach ab. Jetzt hat das Häsli ganz laut geschluchzt. Dicke Tränen sind in meinen Schnauz abgekugelt. Es hat gar nicht mehr aufhören. Nach einer Weile ist es zu einem Misthaufen angekommen und dort ist ein Kückel drauf gehockt. Oh! Rumbriekisch, Häsli! Der Fuchs hat mich zu meinem eigenen Haus rausgeworfen. Und es war so ein schönes Häuschen. Und jetzt kann ich nicht mehr rein. Der Kückel flattert zum Häsli an. Du musst nicht traurig sein. Ich helfe dir, Häsli. Nein, Gückel, du bist viel zu klein. Der Bär hat es probiert. Und der Rox. Und die sind viel stärker als du. Aber der Fuchs ist einer wegen dem vorgegangen. Der Gückel hat den Hass tröstet. Musst nicht traurig sein. Den bringe ich schon raus. So sind sie zusammen zum Häusli. Vor der Türe hat der Kückel wild mit den Flügeln geschlagen und kreit. Komm raus, Fuchs! In dem Haus hast du nichts verloren! Der Fuchs kommt rauszurennen und will den Kückel schnappen. Aber der Kückel flattert aufs Dach. Dort hat der Fuchs nicht können hin. Und wütig ist er zurück ins Haus. Aber fängt an zu schreien. So laut und wüst er hätte können. Es ist Mittag geworden. Der Gückel hat geschreit. Die Sonne ist untergegangen. Der Gückel hat immer noch geschreit. Zuerst hat der Fuchs sich die Ohren zugegeben. Dann hat er es mit Moos verstopft. Aber es hat alles nichts genützt. Es war schon mitten in der Nacht gewesen, wo der Gückel eine Pause gemacht hat. Er hat auch ein bisschen pfusen. Der Fuchs aber war so wütig auf den Gückel, dass er die längste Zeit nicht einschlafen konnte. Und als ihm dann endlich die Augen zugefallen sind, schreit der Gückel vom Dach oben ab. Es ist morgen um 3 Uhr! Es ist fertig mit pfusen! Fuchs! Komm jetzt raus! Nimm deine Beine und gang heim! Jetzt hat man aus dem Haus aus ein wütiges Jaulen und Bellen gehört. Die Tür ist aufgesprungen und der Fuchs ist im Wald verschwunden. Das Häsli hat jetzt wieder in seinem gemütlichen Häusli gewohnt. Aber den Fuchs hat man nie mehr gesehen in dieser Gegend.